Kinderwagen kommt von der Fachhochschule Stralsund. Und diese Studenten ebenfalls, denn die haben diesen Wagen gebaut und sind damit sehr erfolgreich schon um die Welt getourt. Zum Beispiel haben sie gerade den 7. Platz bei der Formula SAE, einem Rennen im australischen Melbourne, belegt. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. Und das ist der Mann, der die Idee an die Fachhochschule gebracht hat, Professor Rosmanek. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Die Formula SAE, das klingt ja großartig, aber ich habe ehrlich gesagt von diesem Rennen noch nie gehört. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein Wettbewerb für Studenten, 1981 in Amerika gegründet, seit 5 Jahren in England und seit 2 Jahren in Australien. Und Studenten bringen immer ihre eigenen Wagen mit und fahren dann gegeneinander? Die Studenten müssen einen eigenen Rennwagen entwickeln, konstruieren und fertigen und anschließend natürlich auch gegeneinander in einem Rennen fahren. Wie viele Länder treten gegeneinander an? Wie viele Teams? Dieses Jahr in England waren es 38 Hochschulen, in Australien waren es dieses Jahr 18 Hochschulen aus der ganzen Welt. Guter 7. Platz ist das ja schon mal. Wie kann ich mir das vorstellen? In Stralsund an der Fachhochschule, ist das so ein riesiger Boxenstopp, wo es überall Motoren dröhnen, überall wird geschraubt und gehämmert? Ist das der Studienalltag? Vergleichbar, wie Sie es gesagt haben. Die Studenten studieren natürlich ganz normal Betriebswirtschaft, Maschinenbau oder Elektrotechnik. In ihrer Freizeit bauen sie dann zum Beispiel solch einen Rennwagen. Das ist natürlich wahrscheinlich auch harte Arbeit, wie ich mir vorstellen kann. Kurz vor dem Abschluss dieses Projektes 24 Stunden am Tag. Kommen wir mal zu dem Rennen. Michael, du sitzt in diesem Wagen bei so einem Rennen. Also es selber bauen, selber konstruieren und dann auch noch selber fahren. Ist das schwer oder ist das einfach nur Spaß? Am schwierigsten ist natürlich konstruieren und das Ding dann bauen. Fahren ist natürlich auch ein Sport für sich. Der Wagen hat keine Servolenkung und auch keinen Bremskraftverstärker wie ein normaler PKW. Aber es macht verdammt viel Spaß und auch ein guter Lohn und eine gute Motivation für dieses. Also das könnt ihr hier trainieren und dann geht es, wie zum Beispiel in Melbourne, geht es ja um die Wurst. Das heißt, ihr fahrt ja richtig gegeneinander. Ja, im Rennen sind meistens 3 Autos auf der Strecke. Das ist alles sehr sicher gehalten, aber es geht auch zur Sache dort. Also man muss sich schon beeilen und es wird mit Volldampf eben dort gefahren. Ja. Da sieht man beispielsweise, wie unser Wagen den Beschleunigungstest absolviert. Und dann später geht es im Rennen auch gegen die Konkurrenz, dieses beispielsweise Leeds aus Großbritannien eben, gegen die wir da gerade rennen. Wie schnell fährt man da ungefähr? Höchstgeschwindigkeiten sind 120 km/h, aber die Beschleunigung und Handling sind natürlich viel großartiger, als das man vom Auto kennt, vom normalen PKW auf der Straße. Ja, ist schon mal was passiert bei so einem Rennen? Wie gesagt, das ist sehr sicher gehalten und da gibt es ein TÜV vorher und alles. Und die Rennautos sind auch alle sehr stabil gebaut. Es wird alles überprüft, also passiert ist da bisher noch nichts, soweit ich weiß. Toi, toi, toi. Professor Rosmanek, die Studenten, wenn die dann fertig sind, wenn die also ihre Ausbildung absolviert haben, werden das dann alle potenzielle Bauer für Schumis neuen Ferrari oder was sind das für Berufsbilder? Nicht ganz verkehrt. Viele der Studenten, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, sind mittlerweile in Formel 1 Rennstellen tätig. Aus Deutschland leider noch nicht. Wir fangen ja gerade erst an in Deutschland. Das sieht man daran, neben uns gibt es jetzt noch 3 andere Hochschulen oder Universitäten, die dieses Jahr in England starten wollen. Wir hoffen natürlich, dass sich das noch weiterentwickeln wird. Super Idee aus Stralsund. Wir drücken die Daumen für die nächsten Rennen. Das nächste in England steht an und möglicherweise das nächste in Detroit. Toi, toi, toi. Dankeschön.